So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Colosseum. Im letzten Part haben wir diese Dame davor uns gerettet, die mir jetzt gerade im Weg steht. So. Und wir müssen jetzt zum Bürgermeisterhaus. Und ich merke gerade, mein Mikro steht schon wieder scheiße. Mist. So, nach links müssen wir. Ein Trainer auf Reisen, nicht wahr? Und mir scheint, du hast auch diesen speziellen Blick. Ich denke, dieser Blick gefällt mir. Ich habe das unbestimmte Gefühl, dass wir uns wieder begegnen. Irgendwo, irgendwann. Und? Merkt ihr den Fehler gerade? Die offene Tür zeigt den Weg nach draußen. Sollte da nicht das Bürgermeisterhaus sein? Da, gehen wir rein. Hey, wir sind ja gar nicht draußen. Was ist das denn? Ja, auf jeden Fall, der Typ, den wir jetzt gerade getroffen haben, spielt noch eine Rolle für diejenigen, die dieses großartige Spiel noch nicht gespielt haben. Ah, ihr müsst Reisende sein. Willkommen in Finaz. Man nennt mich Maskat und ich bin der Bürgermeister dieser Stadt. Ihr wollt mich sprechen? In welcher Angelegenheit? Also... Nur zu, wie kann ich einer hübschen jungen Dame behilflich sein? Ich habe da etwas gesehen. Ah, du hast also etwas gesehen. Und was hast du gesehen? Ein seltsames Pokémon oder, naja, ein Pokémon mit einer dunklen Aura. Ich habe ein Pokémon gesehen, das war eine echte Kampfmaschine. Und dieses Pokémon greift auch Menschen an. Wow. Und es lackt. Gut, lagen sollte es eigentlich nicht, aber meine Elgato hat momentan Probleme, das Rendern der Videos. Das ist dann relativ blöd. Und ja, keine Ahnung, ist irgendwie ein bisschen überfordert. Naja gut. Was unfassbar, ein Pokémon wie eine Kampfmaschine, das auch Menschen attackiert. Wenn das wahr wäre, wäre das ein schrecklicher Skandal. Allein es fällt mir etwas schwer, das zu glauben. Aber es ist wahr, Sie müssen mir glauben, Herr Bürgermeister. Ich habe dieses Pokémon gesehen und deshalb haben mich die Gangster gekidnappt. Sie hatten mich bis eben in ihrer Gewalt. Ich verstehe. Nun gut. Ich werde unverzüglich eine Untersuchung anordnen. Wirklich danke, Herr Bürgermeister. Danke. Aber nein, nein, nicht zu danken, wirklich. Kriminellen muss man Einhalt gebieten. Vor allem dann, wenn sie so hübsche junge Damen in Bedrängnis bringen. Gib mir nur ein wenig Zeit und ich werde bestimmt einige nützliche Informationen für euch sammeln können. Und noch etwas. Du siehst mir auch aus wie ein Pokémon-Trainer. Da solltest du auf jeden Fall einen Blick auf das Stadion von Finaz werfen. Es ist der ganze Stolz unserer kleinen Stadt. Wirklich ein prächtiges Stadion, wie es sich für unsere so blaue Wassermetropole gehört. So, jetzt könnten wir noch hier links reingehen. Wir wiederholen folgende Meldung. Ein Team Gral-Mitglied, das sich nach der Verwüstung des Unterstoßes weiterhin im Pro-Canyon aufgehalten hatte, wurde heute verhaftet. Auslöser für die Zerstörung des Verstecks, so die Aussage des Inhaftierten, war ein Streit unter Bandenmitglieder. Offenbar wurde bei der Explosion die sogenannte Gral-Maschine zerstört, die zum Diebstahl der Pokémon anderer Trainer eingesetzt worden war. Allerdings existiert noch ein kleineres, tragbares Modell, welches offensichtlich von dem Team Gral-Mitglied gestohlen wurde, das die Explosion verursachte. Tja. Hallo, was für ein attraktiver junger Mann. Und wie niedlich, du nimmst deine kleine Freundin sogar überall hin mit. Nicht. Tja. Eigentlich nicht, aber hey. So, jedenfalls zum Stadion müssen wir kurz gehen. Willkommen im Stadion Finaz. Hier können sich Teilnehmer an den Turnieren registrieren lassen. Aber leider ist die Registrierung der Teilnehmer am aktuellen Turnier bereits abgeschlossen.
Wartet also bis zum nächsten Turnier. Naja, dann können wir nichts machen. Ach warte, wir reden noch mit der Dame hier. Großartig, oder? Das ist unser Stadion. Ich wünschte, ich wäre bald gut genug, um auch in diesem Stadion anzutreten. Naja, so schwer ist es da nicht. Hallo Takiro, haben wir dich endlich gefunden, du mieser kleiner Verräter. Nicht nur unser Versteck in die Luft zu jagen, sondern auch noch die Keilmaschine mitgehen lassen. Du hast wirklich Nerven. Was sind das für Typen? Was, die sind von Team Krall? Und warum nennen sie dich Verräter, Takiro? Soll das etwa... Du triffst den Nagel auf den Kopf, Kleiner. Der Kerl hier gehört zum Team Krall, genau wie wir. Aber er ist kein gewöhnliches Mitglied. Wenn er Beute wittert, dann krallt er sie sich auf jeden Fall. Er ist die beste Kralle im ganzen Team Krall. Das glaube ich nicht, oder, Takiro? Stimmt das etwa? Klaro. Wahrscheinlich! Es ist also wahr, das ist ja ein starkes Stück. So Takiro, und jetzt rückt die Krallmaschine raus, die du dir unter den Nagel gerissen hast. Krallmaschine? Takiro, hast du etwa tatsächlich so eine schreckliche Maschine? Wer eine Krallmaschine hat, muss nur einen ganz normalen Pokéball bei sich haben. Und dieser Ball wird durch die Maschine sofort zum Krallball, mit dem er sich jedes Pokémon krallen kann. Du und dein loses Mundwerk, das geht die Gehörer doch nichts an. So ist das also, Takiro. Deshalb wirst du von diesen Freaks gejagt, oder? Freaks? Wer ist hier ein Freak? Und wenn du die Maschine nicht freiwillig rausrückst, dann holen wir sie uns eben. Du, ich sag da ja gar nichts. Aber ich muss natürlich alles ausbauen. Nee, ist klar. Ach, das Konvertieren geklappt. Das ist doch mal schön. So, ein Krebscode, ein Smogon. Ich merke schon wieder, ey. Die Zeit fliegt hier. Mann. Nee, wir haben noch genug Zeit, aber boah, es ist echt unmenschlich lange. Es geht echt super schnell vorbei. Schade eigentlich. So, Smogon ist down. Ja, wir kriegen ordentlich EP, muss ich sagen. Gefällt mir. Ja, Nachtara ist einfach noch nicht stark genug. Okay, Blubber geht, glaube ich, auf alle, ne? Ja. Ja, es war absolut keine Gefahr für uns. So. Relativ einfach war das jetzt für uns. So, Level 26, cool. Wie gesagt, das Leveln geht hier echt fix. Bin ich gerade selbst überrascht. Oh nein, ich habe versagt. Ja, hast du. Hast du! Und solltest dich schämen. Verfluchter Kero, mein Mikrofon ist wieder umgekehrt. Denk ja nicht, dass das schon alles war. Die Krallmaschine holen wir uns auf jeden Fall zurück. Na denn? Könnt ihr gern machen. Also Takiro, ein Mitglied des Team Krall. Nein, halt. Genau gesagt, ein ehemaliges Mitglied des Team Krall. Aber das ist schon okay. Was du früher gemacht hast, ist wirklich egal. Schließlich hast du mir geholfen und mich aus den Fängen dieser Widerlinge gerettet. Abgesehen davon, diese Fix haben mich auf eine Idee gebracht. Los Takiro, lass uns in den Item-Shop gehen und Pokébälle kaufen. Okay. Klaro. Warum auch nicht, ja? So. Die haben hier keine Pokébälle. Dann kann ich auch nicht ansprechen. Kann man oben noch was kaufen? Ich guck mal, was Just for Fun.
Jo. Auch nichts. Okay. Ja, eigentlich sollen wir da hingehen, aber ich... Ne, aber hier muss es noch eine Sequenz geben. Ich frage mal die Leute hier. Was? Pokébälle habe ich noch nie gesehen, dass jemand so etwas in dieser Stadt verkauft. Aber warte, ich habe mal gehört, in der Wissenbar werden welche angeboten. Sie ist etlich... Etlich, ne? Genau. Wieder mal eine gute Sprache hier wieder. Nee, sie ist etlich von Finas und sieht aus wie eine Lokomotive. Du kannst sie unmöglich verfehlen. Alles klar. Ja, immer diese Leute, die im Weg stehen. Schrecklich. So, dann verlassen wir doch mal die Wüstenbar. Und gehen. Was habe ich gerade gelabert? Nein, natürlich verlassen wir Finas und gehen zur Wüstenbar und nicht verlassen sie. Können wir ja noch gar nicht. Hey Trainer, bevor du weiterreist, solltest du vielleicht deine Vorräte aufstocken. Na, was sagst du? Eine Frage, Herr Barmann, verkauft ihr hier keine Pokébälle? Was, Pokébälle? Sein Zeug braucht man hier doch gar nicht. Aber warte, hier irgendwo hatte ich doch noch ein paar Stück. Ah, hier sind sie ja. Zwar ein wenig verstaubt, aber noch voll funktionstüchtig. Hier, nehmt ruhig. Ist ein Geschenk für gute Kunden. 5 Pokébälle. Nun, da ich die Pokébälle schon gefunden habe, kann ich sie auch gleich wieder ins Sortiment mit aufnehmen. Kommt also jederzeit wieder, wenn ihr neue braucht. So, was haben wir denn hier? Pokébälle. Ja, ich glaube, wir nehmen uns lieber die Superbälle, ne? 18 Stück. Gibt's hier eigentlich? Ne, es gibt hier noch keine Supertränke. Tja, vielen Dank. Okay, ich muss gerade mal gucken. Okay. Also mein Computer streikt manchmal, ey, ganz gerne. So. Also sorry gerade. So. Jetzt haben wir Pokéwelle. Also ich wundere mich gerade, warum das jetzt gerade so ein bisschen laggt. Es kann daran liegen, dass man da, egal, du keine Lust hat. Ja, es ist jetzt gerade ein bisschen langweilig, es tut mir leid. Jetzt nur blöd dumm rumgestanden, ist natürlich nicht so doll, ich weiß. Aber die Zeit ist auch schon wieder vorbei. Ach, warte. Ah, ihr seid es, es ist so schrecklich. Es war wieder eine Bande Rowdies hier, es waren richtig viele. Die beiden mit dem Geländewagen, die von neulich hier, ich glaube, die habe ich auch erkannt. Okay, das machen wir jetzt aber erst im nächsten Part. Ja, ich weiß. Aber ich möchte die Parts ein bisschen niedriger haben hier, also ein bisschen weniger. Und möchte euch ja immer verabschieden.
Deswegen sehen wir uns im nächsten Part von Pokémon Kolosseum wieder und gucken, was hier passiert ist. So, bis dann und haut raus. Ciao.